So, andere Gründe, das wird eben angegeben, die Impfungen, die Mercury. Es gibt aber natürlich ganz viele, auch nicht mal jemals geimpfte Kinder, die autistisch sind. Das sollte schon zeigen, dass der ganze, dass es alles Unsinn ist. Ne? Und nur eins findet, ja. So. Also nur Materie und Energie werden da. Ja, und jetzt hier Einstein. Was hat jetzt Einstein damit zu tun? Sie haben ja gesehen, ich habe es ganz schön auf Einstein abgesehen. Das war ein Prototyp eines autistischen Menschen. Ja, warum? Wie kann man das sehen? Als Kind war bekannt, also ganz, ganz zwanghaft Dinge, immer wiederholt, Sätze und so weiter. Ja. Die haben oftmals einen sehr hohen IQ, ja. Aber wir wissen ja alle, dass diese großartigen IQ-Koryphäen, dass die Einzelgänger sind, die ganz, ganz schwer kommunizieren können. Mal rüberbringen können, was sie eigentlich machen, warum sie das machen, wofür sie das machen. Ja? Oder vielleicht nicht mal fähig sind, noch eine Beziehung zu haben. Ja? Das wird alles akzeptiert, weil, naja, das ist halt ein großer Forscher. Wir sehen nicht, dass das eine Störung ist, eine Verhaltensstörung, die eben bis hin zu einem autistischen Grad gehen kann, wo man eben keine Verbindung mehr haben kann mit anderen Menschen, ja, oder mit seiner Umwelt. Das sind dann Leute, die arbeiten in einem Dreckloch, schauen nicht mehr rum, ob sie einmal in der Woche ihr Bett machen oder nur einmal im Monat oder überhaupt nicht, was sie essen, ob sie überhaupt was essen, ob sie zu McDonald's gehen oder nur zum Aldi. Ja. Das sind aber die großen Koryphäen. Das wird heutzutage als, ja, das muss man verstehen, der hat halt andere Interessen. Das muss man verstehen. Man erkennt nicht, dass das ein krankhafter Zug ist. Es wird einfach akzeptiert. Und was fehlt, ist das dynamisch-stabile Gleichgewicht zwischen linker und rechter Gehirnhälfte. Und Sulfur, und das ist auch deswegen, warum es oftmals durchaus ausreichend ist, mit einer Gabe von einem homöopathischen Mittel eine vollständige Heilung zu erzielen. Warum? Es muss also nicht immer diese Polarität, diese Doppelgabe von zwei polaren homöopathischen Mitteln gegeben werden. Warum? Weil ein Mittel eine Polarität in sich enthalten kann. Zum Beispiel Sulfur ist bekannt. Das ist der immer für sich und alleine und so eine Art intelligenter Snobismus und er weiß alles besser. Und dann aber auf der anderen Seite so ein Interesse an allem, ja, und jeder. Also da ist ein ganz zentraler Konflikt in diesem Mittel enthalten. Deswegen ist Sulfur eben ein Polycrest. Ja, eins, was so viele Heilungswirkungen hat, unabhängig von den Symptomen. So, aber hier Einstein, zum Beispiel auch wahrscheinlich ein guter Sulfur-Typ. Ja? Die tun auch nicht, sie kämmen zum Beispiel, ich bin auch ein Sulfur-Typ. Ja. Ja, kämmen, was braucht man sich kämmen? Das ist doch Unsinn. Ja. Die wachsen auch so, oder? Die wachsen auch so und man ist schön genug. Und wenn die anderen das nicht erkennen, ist das denen eher der Fehler. Na? Das ist ein Sulfur-Typ. Ja? So, dann haben die auch keine Rücksicht vor Konventionen. Ja. Ja? Sind zum Beispiel auch nicht, ja. Aber die Sache ist die, hat man das noch unter Kontrolle? Ja? Oder wird man kontrolliert von dieser Störung? Das ist das Problem. Und da ab dem Zeitpunkt, wo man kontrolliert wird von so einem Konflikt, da sagt man, da ist es dann krankhaft. Aber man sieht nicht, dass das schon vorher und immer schon da ist, dass wir alle einen zentralen Konflikt haben und wenn wir den nicht erkennen, irgendwann muss er dann ausbrechen in einer physischen Manifestation. Und das ist auch etwas, was er konnte. Er konnte rumrechnen, 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 rumrechnen,
für Stunden über irgendetwas, wo jeder andere sagt, Herr Mike, lass das doch, ja, lass uns doch mal jetzt mal was Vernünftiges machen. Ja? Ja? Und dann ist es auch bekannt, dass Ingenieure und Mathematiker und so weiter, die haben eine sehr hohe Anzahl von autistischen Kindern. Und das hat Einstein von sich selbst gesagt, ich bin ein einsamer Reisender und habe niemals zu irgendjemandem gehört. Ja, das ist ein typisch autistisches Statement. Ja, und deswegen war er der Priester des 20. Jahrhunderts, weil das 20. Jahrhundert hat mehr als jedes andere Jahrhundert den Autismus vorbereitet. Was wir jetzt sehen, ist die Spätfolge. Und wenn wir da noch so weitermachen mit dem Quicksilver, die Schuld in die Schuhe zu schieben, dann wird man da nicht weiterkommen. Die Temple Grandin war selbst oder ist selbst autistisch. Also die Tendenz wird man nicht los. Aber was die gemacht hat, sie hat es benutzt, um großes Verständnis in sich selbst und über Autismus zu entwickeln. Und sie hat zum Beispiel gesehen, dass sie in der Lage ist, mit Tieren zu kommunizieren. Weil Tiere sind sehr, sehr linear in ihrem Verhalten und auch in ihrer Aufmerksamkeit. Deswegen können Hunde, sagen wir mal, irgendein Löwe oder ein nach einer Beute Ausschau halten für Stunden und total starr und vollkommen bewegungslos warten, bis dann die Maus aus der Höhle rauskommt. Das ist autistisches Verhalten. Ja? Und Sie kennen da alle Menschen, die wahrscheinlich die gleiche Sparte passen würden. Ja? Und was ist mit einem tibetischen Mönch, der stundenlang vor einer Kerze sitzt und meditiert? Genau. Guter Punkt. Das ist theoretisch der beste Weg in den Autismus. Aber es war auch nie so gedacht, ja. So, ja, und dann möglichst sich noch, das die, sagen wir mal, die Mönche im orthodoxen Raum, die haben sich sogar eingemauert. Warum? Die haben sich eingemauert, damit sie keiner mehr stört. Ja, und dann dachten sie, sie gehen in den Himmel. Haben nicht gesehen, dass sie totalen Autismus produzieren und natürlich dann irgendwann sterben, weil ihnen keiner mehr was reinreichen kann in ihre innere Hütte. Ja. Aber das war nie der Ursprung oder die Idee von wirklicher Spiritualität. Weil wirkliche Spiritualität braucht ein dynamisch stabiles Gleichgewicht zwischen den Extremen. Und was ist das Extrem normalerweise, das, dem wir meistens folgen? Und das, das und das und das und das. Ja, das ist, was wir normalerweise machen. Und dann sagt halt der spirituelle Mönch, der also nicht einer von denen ist, die da tagelang vor einer Kerze sitzen können, ja, sondern denen, die wirklich eine Chance haben zur Erleuchtung, der sagt, nee, jeden Tag, mehrmals und sagen wir mal, die Islam sagen es fünfmal, nee, mach es zehnmal, mach es hundertmal. Einfach Stille. Stopp. Stopp. Brauchst du keine Kerze? Stopp. Und was tut das? Das kreiert ein dynamisch stabiles Gleichgewicht zwischen dieser planlosen, assoziativen Agilität und Aktivität, wo die meisten völlig dazu, dem völlig unterlegen sind und völlig auch abhängig davon sind. Hier erzeugt dann den Gegenpol. Ich habe zum Beispiel Mönche gesehen, ich hatte mal einmal die Chance, interessant, mit dem Dalai Lama sogar mal essen zu gehen. Ja?